dachte daran, dass ich vor einigen Jahren in einer Zeitschrift ein interessantes Interview gelesen hatte. Und zwar waren da solche Fragebögen, wo man Prominente befragt hatte. Und das waren 30, 40 Fragen über ihren Lebensstil, ihre Wünsche, Vorstellungen und allerlei. Und das betreffende Interview war ein Wissenschaftler, ein renommierter Wissenschaftler, der da fein geantwortet hatte. Und eine Frage, die blieb mir wirklich in Erinnerung. Die Frage lautete: Was wäre für Sie das größte Unglück? Das größte Unglück. Und dieser Wissenschaftler, der ganz offensichtlich Atheist war, antwortete Folgendes. Er schrieb: Wenn es doch einen Gott gäbe. Wenn es doch einen Gott gäbe. Das wäre für mich die größte Katastrophe, das größte Unglück. Und das ist wahr. Wenn ein Mensch nicht glaubt, dass es Gott gibt, es bezweifelt, keine lebendige Beziehung zu ihm hat, dann ist es in der Tat das größte Unglück, dass es Gott gibt. Dann ist es in der Tat die größte Not, die größte Katastrophe. Denn jeder Mensch, jede Kreatur wird einmal vor Gott stehen, wird Rechenschaft geben müssen. Und dann entscheidet sich, ist es das größte Glück, der größte Segen, die größte Freude, dass Gott existiert für uns, oder ist es in der Tat die größte Not, das größte Unglück? Für viele Menschen ist es absoluter Segen, die größte Freude, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und das ist das, wozu ich dich einladen möchte. Wenn du das noch nicht getan hast, ist es absolut notwendig, in eine Beziehung, eine lebendige, intakte, aktive Beziehung zu Gott hineinzutreten. Es geht nicht um religiöse Übungen. Es geht nicht um Mitgliedschaft in irgendeiner Institution. Es geht nicht darum, dass du irgendwas leisten musst, bestimmte Benimmregeln einhältst oder irgendwas. Nein, es geht um eine lebendige, intakte, reale Beziehung zu dir und Gott. Ganz real gelebt. Das ist der entscheidende Faktor. Das ist auch der entscheidende Faktor, ob es für dich Glück, Segen, Erfüllung ist, dass es Gott gibt, oder in der Tat die größte Katastrophe. Es ist ja nicht neu, dass Menschen grundsätzlich daran zweifeln, dass es Gott gibt. Das ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Und schon in den Psalmen heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Der Tor spricht in seinem Herzen, Gott sieht es nicht. Gott ist weit weg, Gott kümmert sich nicht drum. Es ist Gott egal, wie ich lebe. Das sagt alles der Tor in seinem Herzen. Aber entscheidend ist, wie ist die Beziehung zu deinem Gott? Er sieht dich, er kennt dich, er weiß alles über dich, er liebt dich, er streckt dir die Hand entgegen. Er sagt, ich habe alles gegeben, damit wir in eine lebendige Beziehung kommen können. Aber wenn du nicht willst, kann ich dir diese Beziehung nicht aufzwingen. Es liegt an dir. Wir haben diese kleine Broschüre dazu geschrieben, die vielleicht für dich, vielleicht auch für Menschen, die dir lieb sind, Verwandte, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen zur Verfügung steht. Du kannst sie bei uns kostenlos anfordern und für Freunde, mit denen du im Gespräch bist, die weitergeben. Da kann man vorne seinen Namen eintragen, seine Adresse, dass die das connecten können. Und das ist etwas, wo erste Schritte im Glauben erklärt werden. Wie komme ich denn in diese Beziehung mit Gott? Wie kann ich denn einen Anfang mit Gott machen oder einen Neuanfang, einen Wiederanfang, wenn ich das schon mal gemacht habe, aber irgendwie ist es mir so aus den Händen geglitten. Und es geht um die Steps danach. Wie gesagt, du kannst diese Broschüre gerne bei uns anfordern, auch in größerer Stückzahl, damit sie für dich und für andere zum Segen wird. Denn es geht darum, dass viele, viele Menschen sagen, für mich ist es das größte Glück, der größte Segen und die größte Freude, dass es Gott gibt und nicht das größte Unglück. Stimmt's? Sei dir gewiss, Gott hat mehr für dich.